Ich finde Europa toll, weil ich Reisefreiheit habe und meinen eigenen Studiengang selbst entscheiden kann. Mein Name ist Thorsten Schweiger. Ich bin der Bundestagskandidat für die CDU im Landkreis Mansfelder Land. Und dazu gehört Mansfeld-Südholz und natürlich der Saale-Kreis. Ja, ich bin froh, hier in der Ölgrube in Merseburg zu sein und mit Ihnen über Europa, über den Brexit zu diskutieren. Denn ich denke, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil es ganz viele Meinungen gibt, ob es mehr oder ob es weniger Europa braucht. Ich bin Sven Schulze, bin der Abgeordnete des Europäischen Parlaments für ganz Sachsen-Anhalt. Auch hier für den Saale-Kreis, für die CDU und bin seit 2014 in das Europäische Parlament gewählt. Habe vorher viele Jahre als Ingenieur gearbeitet und freue mich heute hier im Saale-Kreis über Europa sprechen zu können. Mein Name ist Frank Bannert, ich bin der Landrat des Saale-Kreises. Die Frage, warum der Saale-Kreis Europa braucht, ist leicht zu beantworten. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht und weiß, dass wir drei Säulen haben und eine ganz besondere, die den Saale-Kreis trägt, dann ist das die chemische Industrie. Über 100 Unternehmen am Standort Leuna aus 20 Nationen bilden unsere wirtschaftliche Grundlage. Daraus ergibt sich schon, dass wir wirtschaftlich ein eminentes Interesse haben, in Europa verlässliche Partner zu haben. Mein Name ist Udo Unbehauen. Ich bin Mitglied der CDU und Sektionsvorstand des Wirtschaftsrats der CDU. Ich bin überzeugter Europäer. Ich bin mit Europa groß geworden. Meine Studienfreunde kommen überall aus Europa. Wir haben in Europa studiert und die Groß- und Freizügigkeit in Europa kennengelernt. Europa war für mich immer schon eine große Chance für die jungen Menschen, aber auch für uns alle hier, auch hier im Saale-Kreis. Und deshalb ist es für mich wichtig, für Europa zu kämpfen und Europa etwas besser zu machen auch und die Chancen, die ich durch Europa bekommen habe, auch der nächsten Generation dann auch zu ermöglichen. Also für mich persönlich überwiegen die Vorteile in Europa, ganz klar. Wir haben gerade hier auch im Saale-Kreis ganz, ganz viel Subventionen erhalten, wenn ich nur an den Landwirtschaftssektor denke. Aber es gibt natürlich immer da, wo Licht ist, auch Schatten und das wollen wir heute diskutieren. Und ich denke auch, dass das sehr, sehr spannend wird. Ja, mein Name ist Dieter Stier, ich bin der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Burgenland-Saale-Kreis. Wir hatten heute hier in der Ölgrube in Merseburg, denke ich, eine schöne Diskussion zu Europa. Wie wichtig ist Europa für unsere Region? Ich kann nur jedem sagen, dass ich die Existenz eines einheitlichen Europa für unsere Region als sehr wichtig einschätze. Gerade als Agrarpolitiker, auch für den ländlichen Raum, weiß ich, wie viele Mittel nicht nur in die Landwirtschaft, sondern vielmehr auch in den ländlichen Raum, der wir hier alle sind, im Burgenlandkreis, im Saale-Kreis, fließen. Und deshalb sollten wir um ein einheitliches Europa, auch um offene Grenzen, kämpfen.